Herzlich willkommen bei Skobel. Heute mit dem Thema europäische Meere. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Wenn man Europa sagt oder über Europa spricht, dann steht das meist für Abendland und Kultur, wirtschaftlichen Zusammenschluss und Freiheit. Die wenigsten denken vermutlich an die Namensgeberin, jene hübsche phönizische Königstochter, die Zeus in Gestalt eines Stieres zunächst über das Meer nach Kreta entführte und dann verführte oder besser gesagt vergewaltigte. Europa trägt im Namen das Signum der Gewalt und, woran ebenfalls wenige denken, des Meeres. Von den heute 27 Staaten der EU sind 20 Küstenländer. Fast die Hälfte aller Einwohner der EU lebt in einer Entfernung von weniger als 50 Kilometern von einer Küste entfernt. Und wenn man an Europa denkt, vergisst man vor lauter Festland oft das Meer. Seine enorme Bedeutung für Europa, allein schon wegen der 68.000 Kilometer Küstenlänge mit über 1.000 Seehäfen, macht man sich nur selten klar. Das Meer ernährt einen großen Teil Europas. Welche Folgen und welche Konflikte das mit sich bringt, darüber erfahren Sie jetzt gleich mehr. Für die meisten heißt Meer allerdings zunächst Urlaub. Schöne Strände, Sonne, Strand, Erholung. Natürlich ist das nur ein Teil der Wahrheit, aber der Teil, über den sich am nettesten reden lässt. Also beginnen wir auch mit dem Meer als Sehnsuchtslandschaft und Traumziel von Millionen von Europäern, ehe wir uns den problematischeren Aspekten zuwenden. Es ist nicht bloßer Widerschein, wenn der Himmel im Wasser liegt. Es ist eine zarte Befreundung, ein Zeichen der Nachbarschaft, schrieb einst der Dichter Novalis. Seit jeher fasziniert das Meer die Menschen. Es hat dem Menschen nicht nur als Lebensraum viel zu bieten, als Nahrungsquelle und täglicher Begleiter. Viele finden den Urlaubshimmel nur am Meer. Am Strand stehen, vor den ewigen Wellen und hinausschauen bis zum Horizont. Entspannen, im Meer baden, Ruhe finden. Das Meer als Ort der Erholung und der Sehnsucht ist dem Menschen allerdings noch nicht lange vertraut. Zum Meer reisen um des Meeres willen erschien den Menschen vergangener Zeiten vollkommen absurd. Sie sahen im Meer nur eine Bedrohung und eine Wasserwüste, unwirklich und abscheulich. Wenn überhaupt, dann reiste man über das Meer, um irgendwo anzukommen. Allein wagemutige Seefahrer zogen aus, um fremde Länder zu entdecken und zu erobern, jenseits des Horizonts. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts werden Meer und Küste entdeckt. Man spricht dem Meereswasser und darin enthaltenen Stoffen Heilkräfte zu. Eine Art therapeutisches Baden beginnt und an der Küste entstehen allerlei Kur- und Badeorte. Damit ist der Strand erfunden, der davor nichts anderes gewesen war als Ufer. Neben Heilung für den Körper sucht man auch Heil für die Seele. Das Meer wird zum Spiegelbild der Seele schlechthin. Für viele Künstler wird die See ein Quell der Inspiration. Die Romantiker erfassen als Erste, was die Menschen in der Moderne mit dem Meer verbinden. Heiliges, Großes, Unendliches, das Erhabene. Der Mensch fühlt sich verschwindend klein gegen die Elemente, verloren. Der Klang, mit dem die Wellen brechen, macht melancholisch und lädt zur Meditation ein. Man spürt das Vergehen der Zeit. Das Meer wird zunehmend zum Ort der Selbstreflexion und Selbstfindung. Zuweilen verschwimmt der Horizont des Menschen mit der Unendlichkeit des Meeres. Psychologen sprechen von einem ozeanischen Gefühl, schrankenlos, selbstvergessen, unbegrenzt. Sigmund Freud drückte es so aus: Ein Gefühl unauflösbarer Verbundenheit, das Gefühl eines Zusammenhangs mit dem Ganzen. Soweit der romantische Teil. Es hat lange gedauert, bis die zentrale Bedeutung des Meeres für das Klima wissenschaftlich richtig erfasst wurde. Und noch viel länger dauert es, bis weite Teile der Bevölkerung und die Politik von der Bedeutung des Wandels, der sich vollzieht, Notiz nehmen. Das Meer hat in gewisser Weise, gerade weil es den Anschein erweckt, so frei und großartig zu sein und allen zu gehören, keine Lobby. Genau dagegen muss in vielerlei Hinsicht angesteuert werden. Also gegen unser eigenes kurzfristiges und kurzsichtiges Verhalten. Eigentlich müsste jedes Kind ja die Grundlagen kennen. Neben den Bäumen sind es die Algen der Meere, die den Großteil des in der Luft vorhandenen Sauerstoffs produzieren. Und aus den Meeren kommt am Ende der Regen, der das Land fruchtbar macht.
aber es gibt noch viel mehr zu wissen. Expedition des Kieler Instituts für Meeresforschung GEOMAR im Nordatlantik. 140 Wissenschaftler arbeiten im Projekt Ozean der Zukunft, um die Veränderung der Meere durch menschlichen Einfluss zu erforschen. Die Weltmeere spielen eine Schlüsselrolle für das globale Klima und die Zukunft der Menschen hängt nicht zuletzt von der Zukunft der Ozeane ab. Mit dem Forschungs-U-Boot Jago geht es in rund 100 Meter Tiefe. Die Kaltwasserkorallen könnten die ersten Meeresorganismen sein, die dem Klimawandel hier zum Opfer fallen. Rund ein Drittel des vom Menschen verursachten Kohlendioxids wird vom Meer aufgenommen. Die Forscher untersuchen, welche Auswirkungen das für den maritimen Lebensraum hat. Denn die höhere CO2-Konzentration lässt den pH-Wert des Meereswassers sinken, das Meer wird sauer und behindert den Aufbau von Kalkskeletten. Korallen, Muscheln, Seesterne, viele Arten sind betroffen. Übersäuerung schadet auch dem Plankton, die Nahrungsketten sind in Gefahr. Da gibt es einige wichtige Bindeglieder im Nahrungsnetz. Zum Beispiel gibt es die Flügelschnecken, von denen weiß man, die bringen sozusagen das, was an der Basis der Nahrungskette produziert wird, hin zu den Fischen und Seevögeln und letztendlich den Walen. Das ist ein wichtiges Bindeglied. Von den Theropoden, den Flügelschnecken, weiß man, dass sie sehr empfindlich auf Ozeanversauerung reagieren und möglicherweise in einem Ozean der Zukunft, der deutlich saurer ist als heute, nicht mehr existieren können. Im Labor des Kieler Instituts wird versucht, die Zukunft der Ozeane zu simulieren. Bei weiter steigendem CO2-Ausstoß könnte der pH-Wert der Meere um weitere 0,4 Einheiten bis zum Jahr 2100 absinken. Der Meerwasser-pH-Wert wäre damit vermutlich niedriger als während der letzten 20 Millionen Jahre. Und das hat dramatische Folgen. Der große Unterschied zwischen dem, was wir heute erzeugen an Ozeanveränderung gegenüber früheren Ereignissen ähnlicher Art, liegt daran, dass die Geschwindigkeit heute viel, viel schneller ist. Auf der anderen Seite haben die Ozeane durch ihre CO2-Aufnahme bisher einen radikalen Temperaturanstieg der Atmosphäre verhindert. Doch aktuelle Studien zeigen bereits eine Überlastung. Die Aufnahmekapazität ist in den letzten 10 Jahren um 10% gesunken. Das Meer verändert sich. Nur noch gut 4% der Weltmeere, so die Einschätzung der Experten, sind vom Menschen unberührt. Besonders gestresst sind die Nordsee zwischen Schottland und Norwegen, der Mittelmeerraum und das Schwarze Meer. Die europäischen Meere sind stark belastet. Wir haben sozusagen kaum eine Region, die nicht dicht besiedelt wäre. Hier überall, wo viele Menschen leben, werden auch viele Stoffe eingetragen über die Atmosphäre, über die Flüsse, durch Tourismus direkt, durch den Schiffsverkehr. Also die Belastung der Küstenregionen und auch der Binnenmeere, die wir haben, ist sehr groß. Die in der Landwirtschaft eingesetzten phosphat- und stickstoffhaltigen Düngemittel gelangen über das Grundwasser in die Flüsse und dann ins Meer, wie auch Abwässer mit Waschmittel- und Chemikalienresten. Ideales Nährstoffangebot für Algen. Bei einem Überangebot an Nährstoffen kommt es immer wieder zu einer für andere Lebewesen bedrohlichen Massenvermehrung von giftigen Algenarten. Was wir verändern sozusagen, ist die Intensität und die Ausdehnung dieser toxischen Algenblüten und möglicherweise auch die Artenzusammensetzung. Es tauchen jetzt schon Arten in Regionen auf, die man dort früher überhaupt nicht kannte. Rund 20.000 Tonnen Müll landen jährlich allein in der Nordsee. Ein Großteil davon Plastikmüll, der nicht abgebaut werden kann, zu Granulat zerrieben wird und in die Nahrungsketten gelangt. Nicht weniger problematisch ist das Verklappen von mit Schwermetallen verseuchtem Baggergut. Die Anrainerstaaten der Nordsee versenken nach wie vor jährlich Millionen davon im Meer. Doch Europas größtes Sorgenkind bleibt das Schwarze Meer. Abfallstoffe aus 17 Ländern werden eingeleitet. Die Konzentrationen von Nitrogen, Phosphor und Pestiziden aus dem Donaubecken erreichen Rekordwerte. Abwässer von 10 Millionen Menschen belasten die Küstenregionen. Rund 110.000 Tonnen Erdöl fließen jährlich in die See. Dazu kommen Schwermetallkonzentrationen aus der Industrieproduktion Ost- und Mitteleuropas.
Also Binnenmeere, Mittelmeer und Schwarzes Meer gehören dazu, aber auch unsere Ostsee gehört dazu, sind dadurch besonders gefährdet, dass sie einen geringen Austausch mit den Weltmeeren haben. Alles, was dort eingetragen wird, verweilt dort eine ganze Zeit und kann auch längerfristig wirken. Werden wir in Zukunft intakte Meeresbiotope nur noch im Aquarium finden? Trotz aller Bemühungen von Umweltorganisationen und den Warnungen der Wissenschaftler? Auch Europa ist in gewisser Weise eigentlich nur eine Insel. Und der heutige Zustand der europäischen Meere erzählt viel über die Zukunft, die auf uns wartet. Und im Studio begrüße ich Nikolaus Gelbke. Schönen guten Abend. Meeresbiologe, Forschungstaucher, Chefredakteur und vor allen Dingen Verleger des Mare Verlags. Er gibt unter anderem in Kooperation mit dem Kieler Meereswissenschaften dieses wirklich beeindruckende und informative Buch heraus, World Ocean Review 2010, aus dem ich sehr viel gelernt habe, das Sie komplett und umsonst über unsere Internetseite als Download finden. Dann begrüße ich Alexander Prölz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Spezialist für Seerecht. Er ist Professor für öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht an der Universität Trier und Mitglied des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft. Und ich begrüße Stefan Rahmstorf. Guten Abend. Physiker und Ozeanograf. Er forscht am Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung, lehrt als Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam und erhielt mehrfach hohe internationale Auszeichnungen für seine herausragende wissenschaftliche Arbeit, die sich unter anderem auch mit dem Thema der Versauerung der Meere, das haben wir im Film gesehen, beschäftigt. Wie schätzen Sie den Trend ein? Ist das für uns noch aufzuhalten und wenn ja, wie? Ja, also der Trend zur Versauerung entsteht eben dadurch, dass die Meere einen Teil des CO2 aufnehmen, was wir in die Luft pusten aus unseren Schornsteinen und auspuffen. Und damit fügen wir dem Meer Säure hinzu, weil es Kohlensäure im Wasser bildet. Und da geht es wirklich um Milliarden Tonnen von Säure im Jahr, was dazu geführt hat, dass der Säuregehalt der Meere, wenn man es an den Wasserstoffionen misst, dem üblichen Säureindikator, schon um 30% zugenommen hat. Und wenn wir das einfach so weiterlaufen lassen, dann werden am Ende des Jahrhunderts die Meere so sauer sein, dass sich Muscheln in einigen Teilen der Ozeane dann schon auflösen, weil das Wasser einfach zu sauer dafür ist. Das gefährdet also existenziell Ökosysteme im Meer, zum Beispiel die Korallenriffe. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist möglichst schnell aufhören, so viel Kohlendioxid in die Luft zu pusten. Angenommen, der Trend geht weiter und ich meine, Zunahme um 30%, das liegt ja eine exponentielle Steigerung nahe. Ist das durch irgendwas dann noch rückgängig zu machen? Das würde die Meere saurer machen, als sie seit vielen Millionen Jahren gewesen sind. Und das würde Jahrtausende lang anhalten. Das kann man nicht mehr zurückdrehen. Ja. Dieser Wandel vollzieht sich wahnsinnig schnell. Also wenn man hört 100 Jahre, das ist evolutionsbiologisch ja im Grunde genommen nichts. Also das ist doch keine Zeit, in der sich Arten anpassen können. Das ist auch das Gefährliche. Sie haben im Meer hohe Anpassungsstrategien der Tiere an Temperatur und Salzgehalt. Und sie finden viele Arten, die sehr spezifisch sind, die sich auf den Salzgehalt einstellen, auf Temperaturveränderungen. Und durch den Klimawandel hat man jetzt schon Artenverschiebung festgestellt. Also es sind Arten zum Beispiel aus der Nordsee nach Norden gewandert, in andere Temperaturbereiche. Und das wirkt zuerst mal nicht wichtig, dass ein Fisch woanders ist, als er früher war. Aber es ändert sich dann die gesamte Zusammensetzung in der Nahrungskette. Und die ist ja nicht zufällig so entstanden, wie sie jetzt ist, sondern das ist ja ein langer Prozess, der sich eingespielt hat und der wir jetzt in sehr kurzer Zeit enorm aus dem Gleichgewicht bringen. Und dann kann man auch die Folgen nicht abschätzen. Es gibt keine Erfahrungswerte. Wir machen etwas, was wir, was Herr Rahmstorf sagt, nicht umdrehen können. Das ist in Fahrt gekommen, wir können es nicht mehr anhalten. Und zweitens wissen wir nicht, wohin es führt, weil wir da keine Erfahrung haben. Wir haben keine Erfahrungswerte, was wir jetzt anstellen. Die gesamten Zusammensetzungen der Meeresfauna und Flora ändert sich gerade radikal. Und das wird sich auch noch weiter ändern. Und wir wissen nicht, wohin. Das ist nicht schön. Das ist ja jetzt eine massive biologische Folge. Gibt es denn noch eine massive physikalische Folge? Also zum Beispiel Veränderungen von Strömungen und so weiter, die sich ja dann auch wieder auf das Klima auswirken. Also als Folge der CO2-Emissionen gibt es natürlich die Erwärmung,
der Meere durch den Klimawandel, die in den vergangenen 100 Jahren so etwa 0,6 Grad schon betragen hat, die aber sich beschleunigt und mehrere Grad in diesem Jahrhundert betragen dürfte, wenn wir nicht sehr schnell die Emissionen reduzieren. Und eine Folge der Erwärmung ist der Anstieg des Meeresspiegels, der in den letzten 120 Jahren schon etwa 20 Zentimeter betragen hat. Das war im 20. Jahrhundert eine Anstiegsrate, wie sie in den 2000 Jahren davor in keinem Jahrhundert beobachtet worden ist. Also auch einfach eine logische physikalische Folge der Erwärmung, weil warmes Wasser sich ausdehnt und weil Landeis schmilzt und dadurch zusätzliches Wasser in unsere Meere fließt. Ich habe mich nur gefragt, also wenn man sich Kulturorte anguckt, weiß der Kuckuck Ephesus oder sowas, das liegt heute 20, 25 Kilometer im Landesinneren, war ja früher eine Stadt, die am Meer lag. Also da muss es ja auch in unserer geschichtlichen Zeit sehr viele Veränderungen gegeben haben. Es gibt lokale, sehr große Veränderungen aufgrund der vertikalen Bewegungen der Landmassen. Es hat aber in den letzten 2000 Jahren keine sehr großen Veränderungen des global gemittelten Meeresspiegels gegeben, sondern es hat sich im Rahmen von etwa plus minus 20 Zentimeter bewegt, bis dann dieser Anstieg im 20. Jahrhundert begonnen hat. Wenn man sich das anhört, also sowohl von physikalischer, geophysikalischer wie von biologischer Seite, ist ja eigentlich völlig klar, dass wir gesellschaftlich, also politisch handeln müssen. Und das heißt ja für die Politik immer auch rechtlich handeln müssen. Wie sieht denn eine optimale europäische Meeresschutzstrategie, über die man ja auch viel nachgedacht hat, aus? Naja, zunächst sind die dargestellten Probleme natürlich solche globaler Art. Das heißt, unser allererstes Ziel muss immer sein, dass wir zu effektiven Emissionsreduktionen im Bereich der Treibhausgase kommen, erstens. Aber das sollte flankiert werden, und zwar in den Regionen, auch und gerade in Europa, durch eine Politik, die sich insbesondere dem Schutz des Meeres widmet. Die Europäische Union versucht dieses mit der sogenannten Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Das ist ein unheimlich komplexes Ding. Die EU hat dort vorgegeben, dass die einzelnen Mitgliedstaaten für ihre Meeresbestandteile definieren müssen, was denn eigentlich ein guter Umweltzustand ist. Dazu gibt sie gewisse Anhaltspunkte in die Hand. Und dann muss später innerhalb einer sehr ehrgeizigen Frist dieser gute Umweltzustand auch erreicht werden. Und bislang ist die Realität so, dass in den zuständigen Ministerien eigentlich aller Mitgliedstaaten man wirklich vor einem riesigen Problem steht, weil man gar nicht weiß, wie das eigentlich funktionieren soll. Im Prinzip würde das eine ganz grundlegende Änderung großer Wirtschafts- und sozialer Bereiche implizieren. Steht nicht dahinter das Problem, ich habe das eben in der Moderation angedeutet, dass das Meer im strengen Sinn eigentlich gar keine Lobby hat. Es ist sozusagen ein Raum, aus dem man sich ständig was rausnimmt, aber es hat nicht wirklich eine Lobby. Das ist sicherlich so. Jedenfalls auch historisch. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Und im Rechtssinne hängt natürlich vieles mit dem berühmten Grundsatz der Freiheit der Meere zusammen. Ja, Freiheit der Meere impliziert eben auch, dass man sich bedient, soweit es geht. Ja, ich finde, eben hat noch einen ganz anderen Grund. Wenn Sie durch den Wald laufen, Sie sehen eine Rodung oder Sie sehen einen kranken Baum, dann können Sie das erfahren. Fällt auf. Richtig. Bei Meer, alle Sachen, die wirklich evident sind bei Meer, die sehen Sie nicht. Ja. Sind unter der Oberfläche. Sind unter der Oberfläche oder sind so klein, dass Sie sie nicht wahrnehmen. Sie sind nicht visuell wahrnehmbar. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, weil das Meer keine Lobby hat, weil nur eine Anwaltschaft bestehen kann, wenn es tatsächlich auch jemanden gibt, den man verteidigen kann. Und das Meer scheint uns nicht, dass es ihm schlecht geht. Und das ist das Hauptproblem. Wie sehr an sich gute Denkgewohnheiten mit Umweltkatastrophen zu tun haben, macht unser Gesundheits- oder Schlankheitswille deutlich. Leute, esst Fisch, so gesund, Omega-3-Fettsäuren, Sushi und so weiter. Inzwischen sind nicht nur die europäischen Meere leer gefischt. Wichtig ist zu verstehen, dass das keine Metapher ist, wie viele denken. Wenn Sie einen der Märkte an den Küstenorten besuchen, dann werden Sie feststellen, dass Sie immer mehr Fische finden, die Ihnen unbekannt sind, auch wenn Sie kein Biologe sind. Zu Recht, denn weil viele Regionen derart leer gefischt sind, wird nun die Jagd auf Tiefseefische gemacht in einer Region, die bislang völlig unberührt oder weitgehend unberührt geblieben ist. All das führt neben der Klimaveränderung zu einer dramatischen Gefährdung des Ökosystems Meer. Noch nie hat der Mensch so viel Fisch gegessen wie heute. Nach einem Bericht der Welternährungsorganisation FAO wurden im Jahr 2009 weltweit 145 Millionen Tonnen Fisch verbraucht. Das sind 17 Kilogramm pro Person und Jahr.
Mehr als ein Drittel des Fischs stammt bereits aus Aquakulturen. Der große Rest, rund 90 Millionen Tonnen, kommt aus den Weltmeeren. Doch der Fang von freilebenden Fischen nimmt ab. Ein Drittel der weltweiten Bestände gilt als überfischt. Das heißt, es wird mehr gefangen, als nachwachsen kann. Die Folge: Bei vielen Arten geht die Fangmenge Jahr für Jahr zurück. Sie sind akut bedroht. Ein Beispiel mag die Plünderung der Weltmeere veranschaulichen. Um 1900 gab es noch reiche Fischbestände vor Kanada und Europa, hier rot und gelb markiert. Im Jahr 2000 ist davon nichts mehr übrig. Die Fischvorkommen sind fast leer gefischt. Und wenn es so weitergeht, wird es in 50 Jahren überhaupt keine Bestände mehr geben. Der Kollaps kündigt sich an durch massenhafte Ausbreitung von Plankton und Quallen. Am größten ist der Anteil überfischter Regionen heute in Europa. Doch eine mächtige Fischereilobby aus Spanien, Portugal und Frankreich bremst die Umweltverbände aus. Es geht um 400.000 Arbeitsplätze. Wir sind hier, um gegen die europäische Fischereipolitik in der bestehenden Form zu protestieren. Weil die europäische Fischereipolitik dazu geführt hat, dass 90% der Fischbestände überfischt sind, weil es Flotten gibt in der europäischen Gemeinschaft, zum Beispiel in Spanien, die um das bis zu Dreifache zu groß ist, und weil die europäische Fischereipolitik nicht nachhaltig ist. Und das muss sich ändern. Jedes Jahr findet unter den zuständigen EU-Ministern das gleiche Geschacher um Fangquoten statt. Doch den bedrohten Arten nutzt das bisher kaum. Der Kabeljau zum Beispiel befindet sich seit Jahrzehnten weit unter der empfohlenen Bestandsgröße. Zu den gefährdeten Arten in europäischen Gewässern gehören neben dem Kabeljau auch der Rotbarsch, der rote Thunfisch, der Hering und die Makrele. Dass sich die Bestände nicht erholen, liegt an den modernen Grundschleppnetzen. Sie räumen den Meeresboden leer und in ihren engen Maschen bleiben viele Jungtiere hängen, die noch nicht geleicht haben. Die Fangquoten und das Verbot, Fische, die zu klein sind, zu verarbeiten, haben dazu geführt, dass große Mengen des Beifangs einfach wieder ins Meer zurückgeworfen werden. Man schätzt, dass 2008 genauso viel Kabeljau zurückgeworfen wurde, wie man zum Fangen freigegeben hatte. Dieser Fisch ist jedoch nicht mehr lebensfähig. Er wurde schon im Netz erdrückt oder starb durch die schnelle Beförderung aus großer Tiefe. Das ist sinnlos vernichtetes Leben. Ich möchte, dass nur das dem Meer entnommen wird, nach Möglichkeit nur das dem Meer entnommen wird, das nachher auch letztendlich beim Verbraucher landet. Für 2013 peilt die EU nun eine Reform ihrer Fischereipolitik an. Geplant sind bessere Kontrollen des Fischfangs, zum Beispiel durch Videoüberwachung der Schiffe, das Verbot von Rückwurf, jeder Fang wird auf die Quote angerechnet, selektive Fangmethoden durch Netze, die Jungtieren und nicht gewünschten Arten das Durchschlüpfen erlaubt und wissenschaftlich ermittelte Quoten. Der Schutz der Bestände darf nicht länger denen überlassen bleiben, die kurzfristig davon profitieren. Wie schwer es ist, Regulierungsmaßnahmen international durchzusetzen, zeigt Europa. Weltweite Regelungen sind noch schwerer. Um den Raubbau an den Meeren zu bremsen, setzt die Fischereiindustrie zunehmend auf Aquakulturen. Doch auch hier gibt es Probleme. Die Pangasiuszucht in Vietnam zum Beispiel verursacht gravierende Umweltschäden. Durch Massentierhaltung auf kleinstem Raum verwandeln sich die Gewässer in giftige Dreckbrühen. Die Verschmutzung und der Stress machen die Tiere anfälliger für Krankheiten, die dann durch Antibiotika und Chemikalien bekämpft werden müssen. Umweltfreundlicher geht es in Norwegen zu. Hier gibt es schon viele biologische Fischfarmen, die auf artgerechte Haltung und sauberes Wasser achten. Doch einen Konflikt kann auch die nachhaltige Fischzucht nicht lösen. Die meisten Fischarten ernähren sich ihrerseits durch Fisch. Für ein Kilogramm Zuchtlachs benötigt man 3 bis 5 Kilogramm Fischfutter. Und so tragen Aquakulturen ebenfalls zum Leerfischen der Meere bei. Was ja dazu führt, dass es nicht besonders gut geht. Kann man denn heute wirklich sagen, was die Gründe für Überfischung sind? Also weiß man das jetzt aus biologischer Perspektive heute eigentlich inzwischen genau? Muss man es genau wissen?
Wäre schön, wenn man es genau wüsste. Nein, die Kollegen streiten sich, man weiß es nicht genau. Und die Frage ist, ob man es so genau wissen muss, weil vielleicht sollte man auch den Mut haben zu sagen, es ist ein schwieriger Zustand und wir müssen endlich was tun und nicht warten, bis das beweisbar ist. Weil die Politik wartet ja immer, die Wirtschaft insbesondere, auf Beweise. Und solange sie nichts beweisen können, ändern die Leute nichts. Und in der Wissenschaft ist es leider immer noch so, dass viele Wissenschaftler nicht den Mut haben, in der Öffentlichkeit oder gegen der Politik zu sagen, so und so ist es, weil sie in ihrem Denken immer noch verhaftet sind, dass alles bis ins letzte 100% beweisbar sein muss und zum Descartes'schen Denken verhaftet sind. Und da haben wir inzwischen durch die Relativitätstheorie und durch Heisenberg über Unschärfe gelernt, dass in der Wissenschaft nichts wirklich sicher sein soll, sicher sein kann. Und darum wäre es im Prinzip fast wichtiger zu sagen, wir wissen, wie schlimm es aussieht. Und es sieht halt in Europa wirklich sehr dunkel aus. Gerade in Europa. Gerade in Europa, insbesondere in Europa. Und es wäre viel besser zu sagen, es ist wirklich an der Zeit zu handeln und Sie wissen es auch alle. Es ist ja wirklich ein purer Lobbyismus. Das, was Sie sagen, Herr Gelbke, ist ja auch rechtlich geboten. Ja? Wir haben sogar ein Instrument im Recht, das uns darauf hinweist, dass man nicht einfach abwarten kann, bis wissenschaftliche Gewissheit über etwa die Entwicklung eines Fischbestands besteht, sondern im Gegenteil, dass man handeln muss, selbst wenn noch wissenschaftliche Unsicherheit besteht. Ja, das ist doch gerade das Problem, denn wissenschaftliche Gewissheit werden Sie in den seltensten Fällen wirklich haben. Und das erklärt jedenfalls teilweise auch, warum sich die europäischen Bestände so entwickeln. Das wundert mich jetzt, dass Sie das sagen. Also ich nehme das erstaunt zur Kenntnis. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass offensichtlich die Lobby so gut arbeitet, dass sie das Argument, Leute, das ist doch gar noch nicht 100% sicher, ständig ins Feld führen kann. Das kann man so sagen. Ich halte es für eine legitime Schlussfolgerung zu sagen, erhebliche Teile der europäischen Fischereipolitik sind im Prinzip unionsrechtswidrig, sind ein Rechtsverstoß, weil dieser Grundsatz, von dem ich gesprochen habe, das Vorsorgeprinzip, missachtet wird. Ist also die Frage, welche Exekutive gibt es, um das einzufordern und zu überwachen? Naja, in Europa haben wir den Europäischen Gerichtshof. In gewissen Konstellationen könnte man das einklagen. Muss aber erstmal jemand hin. Richtig. Und im Verbraucherschutz hat man das schon gemacht. Nur im Bereich der Fischerei warten wir im Prinzip auf einen geeigneten Fall, dass der Europäische Gerichtshof den Fall auch hört. Da gibt es gewisse prozessuale Voraussetzungen. Das heißt, wenn die vorliegen in einer konkreten Situation, dann könnte es in der Tat eine wichtige Entscheidung geben. Was mich jetzt als Laie wundert, weil es gibt ja auch positive Beispiele. Also, und wenn man Europa mit den positiven Beispielen vergleicht, dann fällt einem ja sofort auf, dass da was falsch läuft. Ja, gutes Fischereimanagement ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Denn ja, das, was für die Fische gut ist, ist auch für die Fischer gut. Ja. Wenn man nämlich mehr rausfischt, als der maximal nachhaltige Ertrag ist, dann sinken ja auch die Erträge für die Fischer. Also von daher müsste es eigentlich in aller gleichen Interesse sein, ein gutes Fischereimanagement zu betreiben. Und es gibt da eben auch durchaus differenzierte Beispiele. Alaska, Neuseeland sind zum Beispiel Beispiele, wo ein vorausschauendes, vernünftiges Fischereimanagement betrieben wurde, sodass eben nicht überfischt wurde. Es gibt andere Beispiele, Kalifornien zum Beispiel, wo man erst nach dem Kollaps dann der Fischerei zu einer vernünftigen Fischereipolitik gekommen ist. Also man lernte erst nach der Katastrophe. Aber was mir Hoffnung macht für das Klimaproblem, es gibt eben auch einige Beispiele, wo man vorausschauend aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis vorsorgend gehandelt hat. Sofern die Prozesse reversibel sind noch. Ja. Die EU hat ja nun aber immerhin auch reagiert in ihrem Grünbuch zur gemeinsamen Fischereipolitik. Sie hat jedenfalls, hat die Kommission in großer Eindeutigkeit das komplette Scheitern der europäischen Fischereipolitik eingestanden. Ja. So, und nun stellt sich die Frage, was wird daraus gemacht? Super. Und das ist genau das, was uns in den nächsten 2 Jahren beschäftigen wird. Nun gilt es also in der Tat zum Beispiel, das Beispiel Neuseeland oder Alaskas genauer in den Blick zu nehmen, um zu überlegen, kann man das nicht übertragen? Und dafür gibt es meines Erachtens gute Gründe. Aber das Problem ist, die Erkenntnisse gibt es schon lang. Also wenn Sie es auf EU-Ebene schon länger verfolgen, die Einsicht der Politik und die Übereinstimmung und wissenschaftliche Erkenntnisse zwischen VICES sind schon lange gegeben. Ja. Es ist ja auch so, dass im Prozess der Fangquoten der EU am Anfang eine große Erkenntnis steht und sagt, okay, wir folgen den wissenschaftlichen Angaben.
Und im Herbst tagen sie nochmal hinter geschlossener Tür. Und dann kommt immer Portugal, Frankreich und Spanien. Dann knicken alle anderen ein. Und das ist eben lächerlich, dass Deutschland da einknickt. Sie hätten es gar nicht nötig. Sie könnten punkten. Mhm. Deutschland hat keine starke Fischereilobby und könnte im Grunde genommen mutig voranschreiten. Und wir hoffen jetzt, dass sich es ändert. Es gibt ja neue Fischereikommissarin. Ist denn die Forderung von Greenpeace, also 40% der Meere eigentlich einfach gar nicht zu befischen? Ist das eigentlich der Schlüssel? Oder? Es gibt keinen eigentlichen Schlüssel, aber Schutzgebiete sind eine der Maßnahmen, von denen man glaubt, dass sie am effizientesten sind, weil man dann eben sagt, okay, dann gibt man den Fischen die Möglichkeit, sich zu regenerieren, und das hat schon immer wieder mal funktioniert, aber nicht in aller Heilmittel, aber es ist eins der naheliegenden, schnell durchführbaren Möglichkeiten. Also vor allem gibt es an Land eine 10-mal so große Fläche an Schutzgebieten als im Meer, obwohl die Meere 2/3 der Erdoberfläche ausmachen. Und Schutzgebiete sind eben natürlich nicht nur für die Erholung der Fischbestände, sondern überhaupt für die Artenvielfalt im Meer ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber es bleibt dabei, ganz wesentlich ist, dass die zulässigen Fangmengen, die ja jährlich bzw. zweijährlich in Brüssel im Dezember festgelegt werden, dass das auf nachhaltige Weise geschieht, dass man sich dort orientiert an der Biomasse der betreffenden Fischbestände. Ja, das ist das Entscheidende. Wenn man das täte, dann sind alle jene Instrumente, Schutzgebiete und technische Maßnahmen wie Netzmaschengrößen und so weiter, das sind flankierende Maßnahmen, die wichtig sind. Klingt vielleicht platt für Sie, aber wenn ich mir jetzt einen Verbraucher vorstelle, der sagt, okay, ich habe vielleicht nicht viel Einfluss, aber ein bisschen Einfluss durch das, was ich kaufe, schon. Wie soll ich mich denn jetzt als Verbraucher eigentlich verhalten? Es gibt ganz simple Methoden. Sie können einfach den Fisch erst ab einer gewissen Größe kaufen. Es gibt auch rausgegeben, auch von Universität Kiel, zum Beispiel so ein Fischmeter. Das ist so ein Stück LKW-Plane, wo sie die verschiedenen Fische drauf haben, wo das die Mindestgröße ist. Und dieser Fisch-Mindestgröße sollten sie dann die jeweilige Sorte nicht kaufen. Und dann haben sie die relativ große Gewissheit, dass sie einen Fisch gekauft haben, der geschlechtsreif war und sich fortpflanzen konnte und die Mindestgröße hatte. Mhm. Also der Verbraucher kann natürlich was machen, aber das fordert halt wie immer dann auch vom Verbraucher eine gewisse Anstrengung. Sonst geht es nicht. Eben im Filmbeitrag fiel die Zahl von 400.000 Arbeitsplätzen, das sind Frankreich, Portugal und Spanien, die Sie eben erwähnt haben, die diese Arbeitsplätze gefährdet sehen. So hart das für den Einzelnen auch sein mag, am Ende ist es nur eine sehr mittelbare Ressource, in dem Fall eine Ressource des sozialen Friedens. Viel wichtiger wird am Ende für Gesellschaften die Frage sein, vor allen Dingen für uns in Europa, wie sich die Energie und Gewalt des Meeres besser nutzen lässt. Denken Sie an Gezeitenkraftwerke beispielsweise. Und wie sie andererseits umweltfreundlicher und völlig anders genutzt werden kann, als man das beispielsweise über die martialische Ölförderung macht. Mit der Katastrophe im Golf von Mexiko wurde wieder einmal klar, Ölbohrinseln sind eine Hochrisikotechnologie. Die rund 450 Gas- und Ölbohrplattformen der Nordsee leisten zwar einen beträchtlichen Beitrag zur europäischen Energieversorgung, allerdings zu einem hohen Preis für die Umwelt. Laut der Paris-Oslo-Kommission zum Schutz des Nordostatlantiks kam es allein 2007 zu 515 Ölunfällen. Rund 4.000 Tonnen Öl flossen ins Meer. Hinzu kamen 9.600 Tonnen durch den alltäglichen Förderbetrieb, meist Restmengen aus dem sogenannten Produktionswasser. Keine Frage, unser Energiehunger setzt das Meer unter Stress. Vor allem sensible Biotope sind gefährdet durch die Förderung fossiler Energieträger. Auch Diskussionen um den Abbau von Methaneis vom Meeresgrund beunruhigen Klima- und Meeresschützer. Dabei hat das Meer viel sauberere und gleichsam unerschöpfliche Energieressourcen zu bieten. Strom aus Mond und Meer. Das ist die alte Idee der Gezeitenkraftwerke. Sie nutzen die mechanische Energie von Ebbe und Flut. Optimistische Schätzungen gehen von rund 100 möglichen Standorten in Europa aus. Allerdings sind die ökologischen Folgekosten nicht unerheblich, denn die Staumauern bedeuten einen radikalen Eingriff in die Naturlandschaft. Mehr Zukunft rechnen sich Experten für Strömungskraftwerke aus. Die funktionieren wie Windparks unter Wasser und nutzen die kontinuierlichen Strömungen.
Momentan entwickelt Voith Hydra, Spezialist für Wasserturbinen, solche Unterwasserkraftwerke. Aufgrund höherer Dichte enthält Wasser mehr Bewegungsenergie pro Kubikmeter als Luft. Daher schafft ein Unterwasserrotor eine deutlich höhere Leistung als ein Windrad. Außerdem dreht es sich langsamer und bedeutet keine Gefahr für Meerestiere. Bei einer ähnlichen Pilotanlage namens Seaflow vor der englischen Küste, als gesamteuropäisches Forschungsprojekt geplant, konnten in den letzten 10 Jahren Erfahrungen mit einem solchen Konzept gesammelt werden. Aktuell arbeitet man an einer Großanlage, die 2015 10 Megawatt liefern soll. Dabei wird bereits überlegt, ob derartige Anlagen mit Windrädern kombiniert werden können. Das Projekt SeaGen vor der nordirischen Küste ist das bisher leistungsfähigste kommerzielle Strömungskraftwerk der Welt. Aus der Kraft der Gezeiten wird hier 1,2 Megawatt Leistung gewonnen und versorgt so rund 800 Häuser mit Strom. Die Rotoren sind so konzipiert, dass sie sich bei zuströmendem und abströmendem Wasser drehen. Damit kann permanent Energie produziert werden. Für solche Strömungskraftwerke rechnen Experten mit einem weltweiten Potenzial von bis zu 1.500 Milliarden Kilowattstunden, also einer Leistung von mehreren hundert Kernkraftwerken. Und dann gibt es noch die Wellen. Ihr Energiepotenzial liegt bei einer Leistung von 15 bis 30 Kilowatt pro Meter Küstenlinie. Eine effiziente Nutzung dieser Meereskraft könnte 15% des weltweiten Energiebedarfs decken. Bislang scheinen Konzepte für Wellenkraftwerke aber noch zu teuer und wenig effizient. Mit einer völlig anderen Idee startete 2009 in Norwegen eine Testanlage. Ein Osmosekraftwerk. Es basiert auf einem physikalischen Phänomen. Die Turbine der Anlage wird getrieben, weil Süßwasser durch eine Membran strömt, um Salzwasser auf der anderen Seite zu verdünnen. Dabei entsteht im Salzwasser ein Überdruck, der die Turbine antreibt und so Strom erzeugt. Überall, wo Süßwasser ins Meer strömt, könnten solche Anlagen auf unbegrenzte Zeit kontinuierlich Strom produzieren. Bislang reicht die Energie der Testanlage allerdings nur für ein Bügeleisen. Die Effizienz ist abhängig von der Oberflächengröße und Qualität der Membran, an deren Weiterentwicklung in verschiedenen europäischen Instituten geforscht wird. Unbegrenzte Energie aus dem Ozean? Sollten all diese Ansätze erfolgreich weiterentwickelt und gebündelt werden, könnte in Zukunft, so die Schätzung der Experten, rund 40% des europäischen Energiebedarfs aus der Kraft der Meere abgedeckt werden und das ohne Schäden für nachfolgende Generationen. Das klingt natürlich in Zeiten, in denen man hört, dass 10 Millionen Liter radioaktives Wasser mal eben in den Pazifik geleitet werden, klingt das natürlich sehr verlockend, weil das eine tatsächliche Alternative unter anderem zur Atomenergie zu sein scheint. Wie schätzen Sie denn aus Ihrer Sicht die Verfahren ein, von denen wir hier gerade gehört haben? Also das technische Potenzial ist zweifellos sehr groß. Eine UNEP-Studie hat gesagt, dass man fast den gesamten Energiebedarf der Menschheit theoretisch eben durch Energie aus dem Meer von Strömung und Wellen decken könnte. Trotzdem ist es so, wenn man sich jetzt mal die Studien anschaut, die zeigen, wie man Europa zu 100% aus erneuerbaren Energien mit Strom versorgen kann im Jahr 2050. Das geht, das zeigen ja eine ganze Reihe von Studien. Diese Szenarien beinhalten praktisch keine Meeresenergie bislang. Ja. Und das liegt daran, dass wir einfach nur wenige Pilotanlagen bisher haben. Und es dauert eben auch eine Zeit, um von der Pilotphase dann in die Masse zu kommen. Und die Windkraft ist da schon viel weiter, zum Beispiel die Photovoltaik ist da viel weiter entwickelt. Aber das ist doch international so. Also wenn ich es richtig weiß, wird ja international im Grunde genommen kaum über Meeresenergie geredet. Also man hört immer von den anderen alternativen Energieformen, aber wenig von Meeresenergie. Das sollte man mehr fördern, auf jeden Fall. Das liegt auch ein bisschen an der Technik. Es ist halt unter Wasser alles sehr viel schwieriger. Man vergisst immer, dass der Druck unter Wasser enorm hoch ist. Und alle Technik, das haben Sie bei Deep Water Horizon gesehen, der Druck wird unterschätzt jetzt langläufig. Aber es ist wahnsinnig schwierig, unter der Meeresoberfläche wirklich Technik zu platzieren, die langfristig überlebt und auch noch beansprucht wird physikalisch. Mhm.
In rechtlicher Hinsicht wäre der Einsatz solcher Techniken unbedingt zu begrüßen. Ja, wir haben inzwischen, Gott sei Dank, ein allgemeingültiges Verbot, die Meeresumwelt zu verschmutzen. Ja, das greift natürlich auch im Hinblick auf Unfälle, die sich aus der Energienutzung mit herkömmlichen Energien ergeben. Man müsste natürlich jeweils dann eben prüfen, ob denn der konkrete Einsatz einer solchen Technik als Eingriff in die Meeresumwelt verstanden werden kann. Also das müsste man minimieren. Man müsste Umweltverträglichkeitsprüfungen durchführen. Und wenn man das tut, und es sieht ja so aus, dass in der Tat diese Verträglichkeit offenbar bei zahlreichen der möglicherweise einzusetzenden Techniken gegeben ist, dann wäre das perfekt. Also was mich beruhigt hat, obwohl es ja vielleicht nicht die richtige Beruhigung ist, offensichtlich Windräder, wenn man die sieht, sind für Vögel nicht besonders gut geeignet. Offensichtlich ist es bei den Fischen anders. Ja, die drehen ja ganz langsam, die Räder, wegen dem hohen dichten Medium. Und dann ist überhaupt keine Gefahr da. Überhaupt nicht. Für nichts eine Gefahr. Im Prinzip auch wahnsinnig elegant. Das wäre dann eine der wirklich seltenen Fälle, in denen ein Eingriff des Menschen in natürliche Prozesse keine bzw. ganz geringe Auswirkung hat. Und es wäre insofern unbedingt wünschenswert. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in die Richtung relativ wenig gedacht oder einfach nicht so massiv gefördert wird? Also klar, dass die Materialien höher beansprucht werden, leuchtet mir ein. Aber das kann nicht der einzige Grund sein, denke ich. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man schon sich schwer getan hat, in den letzten 10 Jahren Geld in alternative Landenergien zu stecken. Also man sieht, wie jung eigentlich überhaupt die Investitionslage ist in Solarenergie und Windenergie und wie viel Widerstand auch bei Windenergie noch besteht, auch Offshore-Windenergie. Da gibt es ja einen unglaublichen Widerstand von links und rechts, von überall. Da wurde sehr viel Kraft und Geld investiert. Jetzt, so langsam, kommt es ins Laufen. Und das hat die nächste Stufe. Wir müssen ein bisschen warten. Das dauert halt seine Zeit, aber es wird kommen. Das ist aber einfach der nächste Schritt. Und man hat manchmal das Gefühl, je klüger, desto länger dauert es. Das Problem ist eben, Sie sagen, es dauert seine Zeit. Die Zeit läuft uns davon. Es ist beim Klimawandel wirklich so, dass wir bis zum Jahr 2050 nah bei Null Emissionen sein müssen, mindestens 80% reduzieren. Und das heißt, die Trendwende der CO2-Emissionen muss in spätestens 10 Jahren geschafft sein, sonst schaffen wir es nicht mehr. Das ist eben auch der Grund, warum wir Technologien einsetzen müssen, um diese Trendwende hinzubekommen, die heute schon erprobt und in Massen produzierbar sind, wie eben die Windkraft oder die Solartechnik. Aber wo ist denn in der EU die Blockade? Also sind es wirklich die 400.000 Arbeitsplätze oder wer blockiert da? Oder welches Land blockiert da vor allem? Das ist schwierig zu sagen. Die Mitgliedstaaten der EU, das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen im Nachgang zu der Fukushima-Katastrophe, die haben natürlich völlig unterschiedliche Energiekonzepte. Ja. Eine wirklich einheitliche europäische Energiepolitik, die soll es geben von Vertragswegen, aber sie gibt es bislang nicht in der Realität. Und da hängt sicherlich vieles dran, wenn einzelne Staaten sich auch jetzt noch nachhaltig zur Atomkraft bekennen und das eher ausbauen wollen, dann ist das natürlich ein Weg, der eine Energiewende hin zu nachhaltiger Energienutzung verhindert oder jedenfalls verzögert. Und Herr Hamsdorf, Sie haben es ja eben gesagt, das ist natürlich ein großes Problem in Anbetracht des wirklichen Zeitdrucks, den wir haben. Die Unterschiede werden auch noch deutlich, also die es innerhalb der verschiedenen Nationen in der EU gibt. Bei einem Punkt, den wir noch ansprechen müssen, der zurzeit auch heftig diskutiert wird. Das Meer, haben wir ja gesagt, ist eine Ressource, eine Wirtschaftszone, es ist aber auch ein Weg. Und als Handelsweg wurden völlig legal über das Meer Waffen, insbesondere von Italien, nach Libyen geschifft. Derselbe Handelsweg wird nun in umgekehrter Richtung zum Fluchtweg nach Italien. Immer mehr Flüchtlinge aus Afrika, vor allem aus Tunesien, kommen übers Meer auf der italienischen Insel Lampedusa an. Mehr als 5.500 waren es in den vergangenen Tagen. Seit Jahresbeginn sind fast 23.000 auf der kleinen Insel gestrandet. Nicht alle schaffen es. Manche ertrinken oder verhungern auf dem Weg. Diejenigen, die es schaffen, erhoffen sich in Europa Arbeit und bessere Lebensbedingungen.
Die Aufnahmelager sind überfüllt. Die Flüchtlingswelle wird zu einer Zerreißprobe zwischen Süd- und Nordeuropa. Ich habe ja da in Bangor ein Jahr lang. Das ist ja jetzt wirklich eine zunächst mal sehr politische, gesellschaftspolitische Diskussion. Aber wenn wir zunächst mal von den Gegebenheiten ausgehen, wir haben eben gehört, der Meeresspiegel steigt. Das hat ja notwendigerweise zur Folge, dass Menschen da nicht mehr leben können. Inwiefern gilt das insbesondere auch für Afrika? Also wenn wir jetzt ans Mittelmeer denken. Also die Flüchtlingsproblematik wird natürlich durch den Meeresspiegelanstieg, aber auch durch andere Folgen des Klimawandels wie Dürren, Ernteausfälle, massiv sich noch verschärfen. Wenn wir den Klimawandel einfach so laufen lassen, dann reden wir dann nicht mehr von Tausenden, sondern von 100 Millionen Flüchtlingen. Und deswegen ist es sicherlich sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir mit dieser Frage umgehen wollen. Die ja rechtlich überhaupt nicht. Also gut, jetzt hatten wir den Fall politischer Flüchtlinge, also Tunesien, möglicherweise Libyen. Aber die Flüchtlinge sozusagen, die Sie jetzt angesprochen haben, die sind ja, die existieren juristisch überhaupt nicht. Ja, man hat dafür seit in der letzten Zeit einen neuen Begriff eingeführt. Nach den Wirtschaftsflüchtlingen gibt es jetzt die Umweltflüchtlinge. Und in der Tat ist es so, dass die geltenden Regeln, das sind enthalten insbesondere in einem völkerrechtlichen Vertrag, die Genfer Flüchtlingskonvention, dass die letztlich nicht anwendbar ist auf dieses Phänomen, weil sie Menschen erfasst und als Flüchtlinge qualifiziert, die fliehen vor politischer Verfolgung, zum Beispiel aus Gründen der Religion oder aus anderen Gründen. Aber es gibt bisher überhaupt keine Normen, die diese Situation erfassen. Und auch insofern wird natürlich jetzt die Zeit schon knapp. Denn wenn man eine neue völkerrechtliche Konvention aushandeln will, daran könnte man ja denken, also einen neuen Vertrag, der genau dieses Problem regelt, dann braucht man dafür Zeit. Und von daher ist es dringend geboten, jetzt zu beginnen, wie man mit dem Problem umgeht. Also mich persönlich nervt ja der Begriff Wirtschaftsflüchtlinge immer, denn wenn man bedenkt, was macht denn die EU? Die EU über diese Handelswege schafft billiges Fleisch, billiges Geflügel, billige Nahrungsmittel genau an die Küsten Afrikas. Das Zeug ist dort billiger als die einheimischen Produkte. Also gerät die Wirtschaft da in ein Problem. Ja. Aber es ist, ich finde das Wirtschaftsflüchtling auch das Unwort des Jahrzehnts, weil, was Herr Ramsdorf auch ansprach, im Grunde genommen ist die Desertifikation, also die Ausbreitung der Dürregebiete in Afrika ein großer Grund, warum sie fliehen. Klar. Und wir sind ja als Emissionstäter quasi schuld, in Anführungszeichen, daran, dass in Afrika die Dürre ausbricht, wenn man es mal so ganz plakativ sagt. Und jetzt lehnen wir ab, weil wir haben es verursacht und nehmen die Flüchtlinge nicht auf. Das ist das eine. Das andere ist, mit der Mentalität hätte es das Einwanderungsland Amerika und Australien nie gegeben. Also wir nehmen uns ein Recht raus, dass sich die Indianer und die Aborigines nicht rausnehmen konnten, weil sie zu schwach waren. Aber das ist schon ein bisschen pervers, dass wir das, was wir als Freiheit über Jahrhunderte postuliert haben, nämlich nach Amerika jetzt auswandern zu dürfen, dann sagen wir, das, was wir als Recht in Anspruch genommen haben, das dürfen die Afrikaner nicht in Anspruch nehmen. Das finde ich schon sehr schwierig. Aber wenn man das jetzt mal zusammenfasst, also wir haben über die Meerressource gesprochen, wir haben über Fischerei gesprochen, jetzt die ganze politische Debatte, also Stichwort Italien, Flüchtlinge und so weiter. Es scheint doch so zu sein, als ob einer der zentralen Punkte, die Europa zerreißt, wirklich dieses Thema Meere ist. Ja, das liegt daran, was so kurz angesprochen wurde, Europa ist extrem divers, aber das Meer hängt halt zusammen. Mhm. Beim Meer müssen wir uns halt immer einigen. Darum ist das internationale Seerecht das größte Recht, was je gemacht wurde auf der Welt, weil es eben alles umfasst und weil wir alle gemeinsam dran ziehen müssen und weil wir eben nicht unterschiedliche Politiken fahren können, wie sonst bei vielen anderen Bereichen. Beim Meer müssen wir uns einigen und das können die Europäer gerade sehr schlecht. Wir müssen einfach ein völlig neues Maß an Kooperation erlernen, um mit diesen immer globaler werdenden Problemen umzugehen. Und da gibt es ja auch positive Chancen, wenn man schaut. Jetzt fallen in Nordafrika die Regimes, die wir letztlich auch durch unseren Ölhunger mit noch am Leben erhalten haben. Lange Zeit. Und jetzt ergibt sich zum Beispiel die Möglichkeit der Kooperation mit Nordafrika auf dem Bereich der erneuerbaren Energien, weil dort natürlich die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist. Es gibt ja Pläne für Solarkraftwerke in der Sahara, Desertec zum Beispiel. Ja. Und ich denke, man sollte hier die Chance und die Kooperationsmöglichkeiten auch nutzen.
politisch erscheint es mir, gut, das ist jetzt ein anderes Thema wieder, aber politisch erscheint es mir wirklich, sagen wir mal, etwas selbstwidersprüchlich bis schwierig, dass gerade so ein Land wie Italien, das sich im Moment sehr aufregt, lange Zeit durch die Waffenexporte wirklich bestens verdient hat und auf der anderen Seite gesagt hat, Leute, lasst uns die Waffen möglichst da rüberschieben, denn wenn die da drüben sind, Stichwort Frontex, ist das eine sichere Grenze, die uns einfach schützt vor den ganzen Afrikanern, die alle zu uns wollen. Das ist natürlich unheimlich kurzsichtig, so zu handeln. Ja, man wusste ja, mit wem man sich einlässt, mit welchen Regimen man sich dort einlässt. Mhm. Und insofern kann es letztlich nicht verwundern, dass das Problem dann doch wieder auf Europa zurückfällt, in der Form, wie wir das jetzt erleben. Und es hat ja etwas... insofern dann doch etwas ironisch ist, dass da nun plötzlich im Rahmen der Europäischen Union ein politischer Streit darüber ausbricht, wie ob denn eigentlich nun ein Verteilungsschlüssel irgendwie implementiert werden solle im Hinblick auf die Menschen, die nun aus diesen Gebieten fliehen. Und Sie haben ja gerade angesprochen Frontex. Es ist ja auch ein Problem, dass die Europäische Union sich eine Agentur bemüht, die im Prinzip eine militärische Einheit bildet, die Das heißt Agentur, aber es ist im Grunde eine Art Söldner-Vereinigung. Nein, aber sie bedienen sich auch einem militärischen Komplexes. Also im Grunde genommen bedient die EU sich einer Organisation, die zwar an der EU angehängt ist, die aber wiederum als Unterorganisation besteht. Das ist ein rein militärischer Komplex, der permanent zur Hilfe gerufen wird. Um die geht es gerade wieder durch Griechenland vor ein paar Monaten massiv, um die griechischen Küsten zu schützen. Das ist eine in meinen Augen nicht ganz klar kontrollierbare Investition, der wir uns permanent bedienen. Das ist auch sehr fragwürdig. In der Tat. Und diese Aktionen, die dort gefahren werden, die stoßen nicht grundlos in gewisse rechtliche Grauzonen. Ja, es herrscht noch nicht mal Einigkeit darüber, ob man nun eigentlich ein Flüchtlingsschiff, das man etwa auf hoher See, also in internationalen Gewässern trifft, ob man das sich einfach zurückdrängen darf. Mhm. Ja, es ist gar nicht klar, wie das Ganze eigentlich rechtlich aufzufangen ist. Und letztlich am Ende des Tages ist es ein menschenrechtliches Problem. Und darüber muss man in der Tat nachdenken. Also um die Bindung einer solchen Institution an die Menschenrechte. Mhm. Ich bedanke mich schon mal sehr herzlich für das Gespräch. Wir haben sozusagen noch mal als Ausblick einen etwas positiveren Blick auf das Meer, das Europa ja, haben wir ja festgestellt, ein bisschen zu zerreißen droht. Das Meer an sich ist unbarmherzig. Wer an der Küste lebt, weiß das. Stoppen wir den Klimawandel nicht, ist der globale Anstieg des Meerwasserspiegels unausweichlich. Eine Folge ist die Zunahme von Sturmfluten. Fakt ist, wir müssen damit zurechtkommen, dass nicht nur Millionen, sondern, wenn man es weltweit sieht, Milliarden von Menschen ihren Lebensraum verlieren. Wie also damit umgehen? Statt gegen das Wasser zu leben, sollte man versuchen, mit ihm zu leben. Aber wie macht man das? Der Albtraum beginnt am 11.03.2011, als eine 10 Meter hohe Flutwelle die Küste Japans trifft. Gebäude fallen wie Kartenhäuser zusammen, das Wasser reißt Autos, Häuser und Menschen mit sich. Der Tsunami bringt Japan Tod und Zerstörung. Man zählt fast 30.000 Tote. Leben am Meer kann gefährlich sein. Das wissen in Europa die Niederländer am besten. Die Niederlande liegen zu gut einem Drittel gerade einmal auf oder unter dem Niveau des Meeresspiegels, stellenweise bis zu 7 Meter darunter. Durch den Klimawandel soll der Meeresspiegel sogar bis ins Jahr 2200 um 4 Meter ansteigen. Das hat ein Expertenausschuss, die sogenannte Delta-Kommission der niederländischen Regierung, bereits 2008 prophezeit. In 100 Jahren werden die Niederlande eine Hydrometropole werden, die auf dem Wasser treibt. So die Experten. Deshalb haben unsere Nachbarn schon früh die ausgefeiltesten Systeme für den Hochwasserschutz entwickelt. Bereits 1932 bauen die Niederländer einen Abschlussdeich, eine Barriere, die 400 Kilometer Küstenlinie vom Meer abschottet. Dabei entsteht das Eiselmeer. Die einmündenden Flüsse verwandeln das Meerwasser in Süßwasser.
Trotzdem bricht 1953 die größte Flutkatastrophe über das Land herein. Hunderte Kilometer Deich brechen zusammen, unzählige Gebäude werden zerstört, fast 2000 Menschen kommen ums Leben. Die Antwort der Niederländer auf diese große Flutkatastrophe: die Deltawerke. Eine Kette aus Deichen, Dämmen und Wehren, mit der die Küste von Zeeland bis Südholland abgeriegelt wird. Sämtliche Deiche und Dämme werden höher, breiter und stärker gemacht. Dem Wasser soll zudem an bestimmten Stellen mit künstlichen Deichdurchbrüchen die zerstörerische Kraft genommen werden. Gleichzeitig aber ändert sich seit den 90er Jahren die Gewässerpolitik. Man will nicht mehr gegen das Wasser kämpfen, sondern mit dem Wasser leben. In den Flussregionen werden Notauffangbecken und künstliche Seitenarme geschaffen. Polder, eingedeichte Gebiete, die unter dem Wasserspiegel liegen und mit Pumpen und Mühlen mühsam trocken gehalten werden, werden geflutet. Um urbane Zentren zu schützen, werden Agrarflächen geopfert. Ökonomische Faktoren bestimmen also die politischen Entscheidungen. Auch die Architektur muss sich der nassen Bedrohung anpassen. Überall am Wasser entstehen treibende Stadtviertel mit sogenannten Floating Houses. Sie sind mit dicken Stahlringen an Pfeilern festgemacht. Dadurch bewegen sie sich je nach Wasserspiegel bis zu 5 Meter nach oben oder unten. Selbst bei Sturm kommen sie kaum ins Schwanken. Die Idee der schwimmenden Häuser wurde mittlerweile auch in Deutschland übernommen. Im Hamburger Hafen sollen zukünftig ganze schwimmende und sehr exklusive Wohnwelten entstehen. Zu den Dauerprojekten von Hamburg gehört auch die Elbvertiefung. Diese soll großen und tiefgängigen Handelsschiffen die Passage von der Nordsee zum Hamburger Hafen ermöglichen. Schließlich bestimmt der Hafen die Schlagzahl der Wirtschaft. Geht's dem Hafen gut, geht es Hamburg gut. Von vielen Stadtbewohnern und Umweltschützern wird das Projekt allerdings boykottiert. Sie fürchten, dass die anliegenden Deiche dem schneller strömenden Wasser nicht standhalten könnten. Außerdem erhöhe sich durch die Vertiefung der Pegelstand der Elbe und die Gefahr einer Überflutung steige enorm. Die Zukunft wird zeigen, ob der Mensch endgültig am Meer scheitert. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.dreiser.de/skobel. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Und in den schicken Küstenstädten gelten die Floating Homes natürlich als besonders schick. Wie effektiv und sinnvoll solche Bauten am Ende angesichts des Klimawandels gerade in den Küstenregionen sind, werden wir sehen. Städte auf die Ozeane zu verlagern, das scheint allerdings wirklich ein Traum zu bleiben. Auch wenn einige Architekten, ich könnte Ihnen das jetzt im Buch zeigen, Ihnen zu träumen versuchen. An menschlicher Hybris, Dummheit und Sorglosigkeit mangelt es uns jedenfalls gerade in der EU nicht. Wir töten die Meere und wir sollten nicht nur, wir müssen etwas dagegen tun. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss.